Guten Abend. Guten Abend an alle, die sich für das heutige Thema interessieren. Und zwar, ich möchte wirklich ganz kurz die Fragen beantworten, wie sieht die Situation jetzt im Moment mit Reisen in die Ukraine? Also, es sieht so aus, dass die Quarantäne hier oder weniger zu Ende geht. Und einige Herren haben schon es gewagt, die Ukraine zu besuchen. Und deswegen habe ich diese Information auch an meine Kunden mitgeteilt und habe auch sehr viele Fragen bekommen, wie sieht das eigentlich aus mit diesen Reisen in die Ukraine? Was muss man beachten? Worauf muss man achten? Was muss man tun? Was darf man nicht tun? Also im Grunde genommen mit normaler Organisation, es sieht genauso aus wie vorher. Also zuerst die Dates vereinbaren und dann das Ticket kaufen und dann sich auf die Reise vorbereiten. Was jetzt sich geändert hat, das ist die Reisekrankenversicherung, Auslandsreisekrankenversicherung. Früher es war so empfohlen, aber keiner hat es kontrolliert. Jetzt im Moment kontrolliert man das in der Ukraine an der Zoll. Kontrolle an der Passkontrolle. Also Sie müssen die Bescheinigung Ihrer Auslandskrankenversicherung holen und da muss auch extra stehen gegen Corona mitversichert. Also das ist wirklich ein Muss. Corona muss auch mitversichert sein. Ich denke, wenn Sie irgendwo privat versichert sind oder also diese extra Reisekrankenversicherung haben, Sie können wirklich die Versicherung kontaktieren und nachfragen, wie sieht das aus und ob die Corona auch dabei ist. Wenn nicht, dann können Sie sich im Internet erkundigen lassen und dann die Auskunft holen, wie das alles aussieht mit ja, Versicherung gegen Corona. Alle fragen, ob in der Ukraine er so streng ist wie hier in Deutschland mit Maskenpflicht und so weiter und so fort. In der Ukraine ist es nicht so extrem. Einkaufen natürlich nur mit der Maske, aber sonst generell diese Regeln sind nicht so streng als hier bei uns in Deutschland. Und natürlich die Frage der Fragen, was passiert, wenn ich zurück bin und wenn ich zu Hause bin. Diese 2 Wochen Quarantäne, ich bekomme ständig Anrufe, Xenia, was passiert, wenn ich in die Ukraine fliege und dann muss ich 2 Wochen in der Quarantäne und das kann ich nicht, das darf ich nicht, ich muss arbeiten und so weiter und so fort. Also, es ist Folgendes. Alle wissen über diese 2 Wochen Quarantäne, aber Schlüsselwort ist freiwillige Quarantäne. Das bedeutet, keiner kann es wirklich kontrollieren, ob die Menschen wirklich 2 Wochen zu Hause bleiben. Das ist freiwillig. Und es gibt wahrscheinlich nicht genug Beamten, um wirklich jeden Anreisenden zu Hause zu besuchen, um zu prüfen, ob er wirklich sich an diese Regel hält. Das eine. Und das zweite ist, in Frankfurt, in Stuttgart, in Wien, das ist sicher in Hamburg, wenn ich mich nicht irre, da gibt es solche Testpunkte am Flughafen. Das bedeutet, nach der Ankunft können Sie freiwillig und kostenpflichtig einen Test machen lassen. Ergebnisse bekommen Sie dann als eine SMS auf Ihr Handy. Und wenn Test negativ ist, dann müssen Sie nicht zu Hause bleiben, weil Sie sind negativ getestet und Corona haben Sie nicht. Natürlich, das kostet ein bisschen. In Frankfurt bis zu 8 Stunden kostet 49 Euro und bis zu 3 Stunden Ergebnis kostet 139 Euro. Also und in Frankfurt, ich bin noch nicht geflogen, deswegen ich habe nur im Internet gelesen. In Frankfurt ist dieser Punkt zum Testen da, wo der Bahnhof ist. Bernd schreibt in München auch, ja. Dann bekomme ich die Frage, wie sieht es aus mit den Damen? Also die Herren, die nach Kiew geflogen waren, die haben gesagt, im Flugzeug auf dem Weg nach Deutschland waren viele Frauen.
Aber es ist wirklich ein großer Unterschied, was für ein Visum die Damen hatten. Mit dem ganz normalen biometrischen Reisepass habe ich von einigen meiner Damen gehört, die wurden nicht in Flugzeug gelassen, also die wurden ausgesetzt. Wahrscheinlich die Damen, die jetzt im Moment nach Deutschland fliegen dürfen, das sind entweder die Damen mit Staatsbürgerschaft oder mit Arbeitsvisum oder mit Verlobungsvisum, Aufenthaltsgenehmigung, also eigentlich das, was berechtigt, die Dame nach Deutschland, in Deutschland für längere Zeit zu bleiben. Deswegen, die Herren können wir wirklich jetzt absolut oder fast absolut und problematisch in die Ukraine fliegen. Mit der Einladung von den Damen muss man ein bisschen abwarten, bis die Reisebestimmungen nicht so streng werden. Also das ist das, was ich von meinen Kunden bekommen habe. Was ich noch empfehle, auch schon wieder aus der Erfahrung meiner Kunden, wenn sie den Flug in die Ukraine buchen, nehmen Sie bitte direkten Flug, keine Umsteigen. Weil es gab schon Fälle, wo erste Maschine geflogen ist, aber nach dem Umsteigen die zweite Maschine wurde gecancelt. Das bedeutet, der Mann fliegt mit einer Maschine, wollte umsteigen und weiter in die Ukraine fliegen, aber die zweite Maschine ist ausgefallen. Aus welchem Grund kann man nicht wissen. Wahrscheinlich nicht aus Corona oder vielleicht nicht genug Plätze verkauft, das kann auch wohl sein. Deswegen am besten buchen Sie direkten Flug, damit Sie bei diesem Umsteigen nicht einfach in diesem Zwischenflughafen bleiben. Ich wiederhole wirklich ganz kurz für diejenigen, die später online gekommen sind. Für Reisen in die Ukraine brauchen Sie Auslandskrankenversicherung mit extra Punkt, auch wegen Corona versichert. Am Flughafen, wenn Sie zurück sind, können Sie freiwillig Corona-Test machen, sich testieren lassen und wenn Test negativ ist, dann müssen Sie nicht für 2 Wochen in der Quarantäne. Wenn Sie positiv getestet sind, dann tut es mir leid. Wizz Air fliegt ab Dortmund direkt und günstig. Ich bekomme auch ständig Newsletters von Wizz Air und auch in die Ukraine, aber ehrlich gesagt, ich weiß nicht, weil Wizz Air ist ziemlich schwierig, wenn es darum geht, umzubuchen, umzutauschen. Da ist es etwas komplizierter als die normalen Fluggesellschaften. Ich weiß, dass von Frankfurt Lufthansa fliegt in die Ukraine, nach Kiew, also nicht in die Ukraine, nach Kiew. Und die ukrainische Fluggesellschaft MAU fliegt noch nicht. Also, aber wahrscheinlich das nur ein paar Wochen und dann geht schon wieder. Weißrussland als Zwischenpunkt wäre auch möglich, weil Weißrussland war nicht geschlossen, also die Grenzen sind geöffnet. Und über Russland spricht man, dass wahrscheinlich, ich träume davon, dass wahrscheinlich Russland am 1. August die Grenzen aufmacht. Und dann kann man auch nach Russland fliegen. Und wegen Russland, wichtige Information, St. Petersburg ist jetzt im Moment visumfrei. Man kann das Visum für St. Petersburg kostenlos und online beantragen, vielleicht ab Mitte August oder ab September. Und ich habe auch im Internet gelesen, ab nächstes Jahr ist Russland auch viel einfacher mit dem Visum. Es wird auch fast visumfrei, nur mit dem elektronischen Visum. Also die Reisebestimmungen ändern sich. Wahrscheinlich wegen Corona macht man alles etwas einfacher, damit die Menschen doch reisen und nicht zu Hause bleiben. Und Fluggesellschaften wollen auch was dazu verdienen. Ja, also ich freue mich total, weil also mein ganzes System, meine ganze Partnervermittlung war aufgebaut, dass die Menschen fliegen, dass die Menschen reisen, dass die Menschen sich persönlich treffen, dass man nicht so unbedingt so viel schreibt, sondern man trifft. Und jetzt, ich bin super glücklich, dass meine Kunden jetzt wieder schon anfangen können zu fliegen. Jetzt im Moment in die Ukraine und weiter. Ja, ich hoffe, in ein paar Wochen kann auch Russland die Grenzen aufmachen und dann bekommen wir unsere Freiheit zurück. Yeah.
Also wenn Sie Fragen haben, können Sie wirklich gerne direkt eine Privatnachricht schreiben oder mich in WhatsApp kontaktieren. Was ich weiß, habe ich erzählt. Und sobald ich was Neues erfahre von meinen Kunden, also die Menschen, die diese Erfahrung schon gemacht haben, die sind die besten Tester. Sobald ich was Neues habe, dann teile ich das natürlich ganz gern mit. Wünsche ich schönen Tag und ja, hoffentlich fliegen wir alle wieder.